Gepäckfach 19. Ein Kriminalhörspiel von Hans Siebe. Das Ei ist hart. 5 Minuten. Von 22 bis 29. Das sind 7. Ach du lieber Gott. Entschuldige. Schon gut. Also um 10 die Stahlwerke, um 12 sind die Karten nachbestellt. Nur vom Blauen Saal und vom Gambrinol. Um 2 die Rentner aus Grimma. Das reicht ja wieder für heute. Und sag nicht Gambrinus. Gambrinus. Gambrinus? Oh, das hört sich so falsch an. Gambrinus. Gambrinus. Okay. Du dreh doch mal leiser. Die Oberschüler. Schon? Erst 3 Viertel. Oh, jetzt wird gefrühstückt. Herr Navrat weiß Bescheid. 12. Klasse. Wir sind vernünftig. Und gestern im Kaminsaal haben Sie mit den Säbeln rumgefuchtelt. Ja, das waren kleinere. Warte mal. Herr Navrat! Herr Navrat! Ja, guten Tag. Tag, gehen Sie schon rein. Ich habe hier noch was anliegen. Ist gut, Herr Riese. Da raucht einer. Und Herr Navrat? Ja? Rauchen verboten. Selbstverständlich, Herr Riese. Na, siehst du, der hat seine Klasse schön im Schwung. Du, da fällt mir ein, Hermann, ob die Bockwürste reichen? Und die Stahlwerke nachher? Ich rufe lieber an. Die sollen noch 20 Paar rumschicken. Ja, ja, ruf an. Na, ein Tässchen werdet mir noch genehmigen. Ja, Genese, Schloss Horneck. Ich... Ach, danke. Bloßes Kreuz. Gestern alle Säle gebohnert. Nein, Bohnemaschine. Ja? Herr Niese. Entschuldigen Sie, Herr Niese. Die Vitrinen im Blauen Saal sind die Vitrinen leer. Was? Aber weshalb ich anrufe? Ja. Wir brauchten noch ein paar Bockwürste. Die Humpen, die Teller, alles weg. Das ist doch nicht möglich. 20 Paar, ginge das? Hedwig. Das Fenster offen und von draußen... Hedwig. Von draußen eine Leiter angelehnt. Ja, was ist denn? Leg auf, wähl 110. Aber ich habe einen Konsum dran. Leg auf! Morgen. Guten Morgen, Genosse Breuer. Haben Sie unseren Techniker gesehen? Wagner? Gestern Abend war Judo. Vielleicht haben Sie den guten Wagner unter die Matte gekehrt. Wo brennt's denn? Einbruch in Schloss Horneck. Das gesamte Zinn. Was für Zinn? Die Zinnsammlung. Aha. Ist das eigentlich Engpass? Zinn? Kein Buntmetalldiebstahl. Das hier bringt andere Preise. In unserem Fall Schätzwert 30.000. Na, schlafen Sie schön. Erst noch ein Abstecher nach Brackwede, zur Bauunion. Unfallsache? Die Kipperbrigade vorknöpfen. Letzte Nacht ist wieder einer über die Brücke nach Brackwede Siedlung. Eine 5-Tonnen-Brücke und mit 14 Tonnen drüber. Ein Wunder, dass sich noch keiner das Genick gebrochen hat. Guten Morgen. Guten Morgen. Übrigens, bei mir ist eine Meldung für Ihre Abteilung eingegangen. Das Stoppschild Bahnhofstraße ist nicht beleuchtet. Wird erledigt. Na dann. Grüßen Sie, Wagner, und schönen Ausflug nach Horneck. Bitte, bitte hier, meine Herren. Diese Rüstung, das waren noch Schlosser. Waffenschmiede. Na, Waffenschmiede, Genosse Wagner. Vorsicht, Stufe. Bitte. Der sogenannte Blaue Saal beherbergt eine Sammlung mittelalterlicher Zinn. Ja, also hier. Seit 20 Jahren bin ich Kastellan. Nie ist auch nur ein Stück verschwunden. Woraus bestand die Sammlung? Teller, Kannen, Humpen und Platten aus dem Besitz des Grafen Porters. Außerdem figürliches Sinn. Unser Gambrinus ist sogar in dem Buch Du und die Kunst abgebildet. Gambrinus? Gambrinus. Der angebliche Erfinder des Bieres. Ah. Haben Sie irgendwas berührt, Herr Niese? Oder verändert? Zuerst war Herr Navrat hier mit seiner Klasse. Und der Lehrer hat sich umsichtig verhalten. Entschuldigung, ich bin ganz fertig. Woher stand die Leiter? Geräteschuppen.
Und die Vitrinen, waren die verschlossen? Wie das hier aussieht. Herr Niese. Diese Verbrecher. Ja, die Vitrinen waren zu. Ist Ihnen irgendjemand verdächtig vorgekommen in der letzten Zeit? Ich meine Fremde, die sich auffällig für die Sammlung interessierten. Jeden Tag 3, 4 Busse, also solche Verbrecher. Fertig. Und? Handschuharbeit. Über die Räume muss der Täter gut im Bilde gewesen sein. Er ist zielsicher auf die Riegel los, dann Halbkreisschnitt und Gummisauger. Vitrinenscheiben ebenfalls mit Gummisaugern abgehoben. Also kein Anfänger? Nee. An der Fassade sind Schleifspuren und Stofffasern. Die Beute wurde im Sack abgeseilt. Ein Sack wird da wohl nicht gereicht haben. Sehen Sie mal die Liste. 24 Humpen, 36 Teller, 10 Kannen, 32 Trinklöffel. Trinklöffel? Eine Art Schnapsbecher am Stiel. Mhm. 10 Platten und die Figur. Das ist ja eine Sache für einen Portalkran. Herr Niese, was schätzen Sie, wie viel die Sammlung gewogen hat? Wie meinen Sie? Das Gewicht, alles zusammen. 2, 3 Zentner? Mindestens 3 Zentner, ja. Im Rucksack trägt das keiner weg. Sag ich ja. Wir sind durch, Herr Niese. Ach Gott, ist das ein Tag. Und ohne den blauen Saal. Ich hätte da überhaupt eine Frage. Wie ist das nun mit dem Eintrittsgeld? Wieso? Vielleicht eine kleine Ermäßigung. Na, Frat. 25 Pfennig pro Schüler. Ja, ja, schon. Also, das muss der Rat des Kreises entscheiden. Oder wir holen das nach. Wann wird denn die Sammlung ungefähr wieder da sein? Auf den Tag genau wollen wir uns da nicht festlegen. Übrigens unsere Anerkennung. Keine Spuren verdorben. Die Gardine flatterte, dann die Vitrinen leer. Wir werden das im Protokoll lobend erwähnen. Der Schüler Armreuter hat die Leiter entdeckt. Armreuter mit TH. Bauunion, Materialannahme? Ach, Schnittholz. Und wie ist die Standzeit? Aha, danke. Das Holz ist da. Sagen Sie Willi Bescheid. Ach, der ist im Ambulatorium. Wieder der Magen. Na dann, Paul. Ihr müsst aber gleich los. Knapp Arrangiertermine. Wo bleibt der Zement? Ja, ist unterwegs. Guten Morgen. Na nun, die VP schon vorm Frühstück. Morgen, Herr Sekunert. Und der Brigadier, wie gerufen. Was liegt denn an? Sie meinen, was liegt vor? Gegen uns? Wüsst du nicht. Aber ich komme mal wieder wegen der Brücke. Das kann nicht sein. Doch. Ich hab die Jungs zusammengeschaut. Es ist wieder eine Beschwerde eingegangen, vorige Nacht diesen Kipper über die Brücke. Leer. Beladen. Ach schön, das ist 2, 3 Mal passiert, aber jetzt sitzt das. Leer zum Güterbahnhof über die Brücke, beladen zurück, die Umleitung. Letzte Nacht ist wieder einer beladen drüber, um die 8 Kilometer Umleitung zu sparen. Und irgendeine alte Frau will wissen, ob der leer war oder voll. Ehemaliger Fernfahrer. Den leeren Kipper schalten sie auf der Steigung nicht runter, sagt er. Den beladenen müssen sie runterschalten. Passiert was mit der Brücke? Ist Brackwede Siedlung von der Welt abgeschnitten? Wie viele Fahrzeuge hat die Brigade? 4. Die beiden Dumper auf der Baustelle, meine Planierraube und Willis Kipper. Nachts fahren ihn abwechselnd die Dumperfahrer Baldauf und Schönfelder. Und wer ist letzte Nacht gefahren? Der Kollege Rudi Baldauf, neuer Kollege. Aha. Ich glaube nicht, dass der besonders scharf drauf ist, sich was einzuhandeln. Wieso? Denke ich mir. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Na, das ist ja schön, dass eure neuen Kollegen so feine Kerle sind. Soll ich ihn holen? Nachtschicht? Ja. Nein, lassen ihn schlafen. Aber bei aller Freundschaft, kommt das nochmal vor, dann geht das nicht mehr im Stempel ab. Um eine halbe Stunde früher im Bett zu liegen, ist doch einfach kriminell. Wir prüfen das nach. Das Ergebnis bitte schriftlich. Na, und wie steht's mit dem Erste-Hilfe-Kurs? Ja, also da machen wir geschlossen mit. Die Kollegin auch? Die Kollegin auch. Na dann, gute Arbeit für euch. Danke. Das geht ja gut los heute. Der eine beim Doktor und wegen dem anderen die VP am Hals. Bauunion Materialannahme? Ich bin am Halskanal. Nein, vormittags nicht mehr. Ein Waggon Holz muss weg. Ich denke, der schläft. Ja, ich rufe zurück. Rudi! Schwör mal rein hier! Es wäre nett, wenn das Verhör in ruhigem Ton vonstatten ginge. Ich soll wohl auf den Knien schaukeln. Na, ich denke, Sie sind überzeugt, dass Rudi Baldauf nicht über die Brücke gefahren ist. Wenn nicht, dann ist ja alles in Ordnung. Glauben Sie mir, Monika. Gleich am Anfang ein bisschen schärfer angepustet, das macht sich bezahlt. Auch in diesem Falle? Wie meinen Sie das, in diesem Falle? Oh, nur so. Die Menschen sind ja unterschiedlich. Moin. Moin.
Was ich dich fragen wollte. Du schläfst ja nicht. Bin nicht müde. Komisch. 10 fuhren die Nacht? Bin eben nicht müde, ist was? Die VP war hier, Kollege Baldorf. Was ist letzte Nacht gewesen? Polizei? Ja. Letzte Nacht? Ja, letzte Nacht. Ob sie über die Brücke gefahren sind? Ach so. Na, natürlich bin ich rüber, leer zum Bahnhof, wie immer. Voll, Rudi. Beladen. Nein. Schwindle mich nicht an, Freundchen. Ich bin leer rüber. Na schön. Du weißt ja wohl... Also, ich bin am Heizkanal. Ich kenne Hanne länger als Sie. Verbieg doch mal was gerade. Mir sagen Sie doch die Wahrheit. Keilriemen war gerissen. Also, Sie sind drüber gefahren. Wie sollte ich denn sonst die Zeit wieder aufholen? Rudi... Bleibt das unter uns? Warum haben Sie Hanne beschwindelt? Glauben Sie, dass das die richtige Art ist, um Vertrauen zu gewinnen? Vertrauen, hören Sie auf. Ist ein Zeitungswort. Aber mal was anderes. Hier in der Gegend, da soll es ein nettes Lokal geben. Seeterrassen, stimmt das? Am Felbiner See, ja. Ich kenne mich hier nicht so aus. Würden Sie mir das mal zeigen? Wenn das eine Einladung sein soll... Ist eine. Dann könnte ich mir für Sie eine bessere Gelegenheit denken. Monika, gut, ich habe Hanne beschwindelt. Aber Sie doch nicht. Boxenfett ist alle. Also überlegen Sie sich's mal. Tschüss. Was sollst du dir überlegen? Könntest doch guten Morgen sagen. Ja, wollten der von dir? Wir haben die Einsätze besprochen. Hanne ist lange raus. Vom Kran um hat man einen ganz guten Überblick. Ist denn das überhaupt für einer? Kommt denn der her? Riecht nach Knast, der Bruder. Oh, nun hör mal zu, du... Ich heiße Erwin. Falls du das vergessen hast, vor lauter... Erwin! Bist du noch bei Verstand? Einfach unerträglich, deine Eifersucht. Wie viel Buchsenfett? Kilo. Hier, unterschreib. Erwin. Der Auszug aus der Straftatenvergleichskartei. In 3 Fällen stimmen die Tatmerkmale mit Schloss Hornig überein. Der erste liegt 4 Jahre zurück. Landesmuseum. Ja. Fenster im ersten Stock, Leiter, Halbkreisschnitt, Gummisauger. Also identisch. Schaden 17.000 Mark. Kleinkunst, Bronze, Zinn und so weiter. Nummer 2,5 Jahr später, staatlicher Kunsthandel. 300 Kilometer entfernt, aber die gleiche Handschrift. Also überbezirklich tätig. Ja. Einzeltäter. Komischer Heiliger übrigens. Das Beste behielt ihr. Diesmal Parterre, sonst wie gehabt. 21.000 Mark. Halbes Jahr später, Zahnarzt wieder in Thüringen, per Leiter auf dem Balkon, sonst siehe oben. Die Fälle sind abgestraft. Der Täter? Hier. Blunk August, Kunstschmied, 4. Mai 1905, Dresden. Dort hat's ihn auch erwischt. Der Terrier ließ ihn rein, aber nicht wieder raus. Eine Rechtsanwaltswohnung. Kaum entlassen und rückfällig? Nein, Genosse Oberleutnant. Blunk sitzt noch ein. Hey, Blunk, zum Oberst. Gleich? Ah, was wird denn das? Ein Zeitumständer? Was will er denn? Da sind 2 Herren. Sprechzeile? Nein, beim Oberst. Ich tippe aber nicht auf Rechtsanwälte. Mist. Gerade die richtige Glut. Setzen Sie sich. Oberleutnant Breuer, Kriminalmeister Wagner. Muss ich angenehm sagen? Wir haben ein paar Fragen. Es geht um einen Bruch. Bei mir ist nichts offen. Museumsdiebstahl. Mit der Leiter in den ersten Stock, die Fensterscheibe ausgeschnitten. Halbkreisschnitt neben dem Riegel und mit Gummisaugern abgehoben. Wann? Erst ein paar Tage her. Na bitte. Können Sie mir doch nicht. Nein, Blunk. Sie haben das beste Alibi Ihres Lebens. Übrigens eine Zinnsammlung. Humpen, Teller, Figuren, darunter auch ein ziemlich wertvolles Stück. Ein Gambrinus. Also Schloss Hornig, was? Sie wissen aber Bescheid. Na, der sind du und die Kunst abgebildet, der Gambrinus. Dafür habe ich nämlich was übrig. Na, zu viel, sonst säßen Sie nicht hier. Die Beute wurde dann im Sack abgeseilt. Was sagen Sie dazu? Originalmethode, Blunk? Tja, Sie sind kopiert worden. Ach, kopiert? Vielleicht von einem, dem es Schnuppe ist, ob er Kunst mitnimmt oder Cognac. Glauben Sie mir, jedes Mal hat es mir einen Stich gegeben. Das Liegen, habe ich mir gesagt, Kunst. Ist für alle da. Mein ästhetisches Gefühl. Kam dann so über mich. Ja, mir kommen gleich die Tränen. Wem haben Sie den Tipp gegeben? Was? Sie waren der Tippgeber und die Anleitung haben Sie mitgeliefert. Wie hoch sind Sie beteiligt? Was kriegen Sie, wenn Sie rauskommen? Also, Herr Oberst,
Muss ich mir das gefallen lassen? Nun spielen Sie nicht die Mimose. Fakt ist, der Einbruch trägt Ihre Handschrift. Da liegt doch nahe, dass Sie irgendwie drin hängen. Stimmt aber nicht. Entstehende Ähnlichkeiten also rein zufällig. Ich fass nichts mehr an, damit ist Schluss. Man wird ja nicht jünger. Für die Wiederbeschaffung der Zinssammlung sind 1000 Mark Belohnung ausgesetzt. Ja, haben oder nicht haben. Bloß... Wie kamen Sie eigentlich an die Abnehmer ran? Zeitungsannonce. Tatsächlich? Jawohl, ganz seriös. Haben Sie aber Nerven gehabt. Holzauge. Anblunk, nichts weiter, Genosse Oberst. Sie können abtreten. Was ich noch fragen wollte, Herr Oberst, der Auftrag für die Wandleuchten in Block A, Fernsehraum. Ja? Oberwachtmeister Hellwig sagt, der geht nach draußen. Ach so. Na, ich habe nichts dagegen, dass Sie uns noch ein paar Andenken hinterlassen. Ein Jahr haben Sie ja noch Zeit. Ich kümmere mich darum. Danke, Herr Oberst. Das ist wirklich... Ja. Dann will ich mal gehen. Verrückter Kerl. Schade um ihn. Wir hatten ja einen Lichtbildervortrag, Kunst der Gegenwart. Ich war platt, was Blunk für Fragen stellte. Den sehen Sie wieder. Er wird Heizer im Landesmuseum, nebenbei die Waffen instand halten. Das kann aber schwer daneben gehen. Das wären wir ohne Mut zum Risiko. Hier sind dann die Entlassenen. Sawatzke, Stobbe und Preuß. Die mit Blunk hier zusammen in der Schlosserei gearbeitet haben. Ja. Besten Dank. Keine Ursache. Und viel Erfolg. Obwohl, es täte mir leid, wenn es einer von denen wäre. Ein simpler Zinnhumpen, 200 Mark. Junge, Junge. Das sind die Widersprüche der Entwicklung. Die Kunst ins Heim. Da steigt die Nachfrage und... Woher nehmen und nicht stehlen, genau. Nun, so wollte ich es eigentlich nicht ausdrücken. Würden Sie sich sowas hinstellen? Sie sind wohl mehr für Judo. Haben Sie eine Ahnung? Bei mir zu Hause hängt ein Gauguin überm Fernseher. Tatsächlich? Ja. Mädchen am Strand. War ein Hochzeitsgeschenk. Werde ich übrigens nie vergessen. Ich dachte erst, die Genossen nehmen mich hoch. Wickeln das Bild aus. Die Verwandtschaft steht rum. Ich war sicher, da kommt irgendetwas Revolutionäres zum Vorschein. Und dann das. Zwei Mädchen. Oben ohne. Ich kenne das Bild. Meine Frau hat es hinter die Anrichte verbannt. Aber eines Tages kommen wir zum Oberstleutnant. Da hängt dasselbe Bild über der Couch. Und in der Stadtbibliothek auch. Und seitdem... Was meinte Blunk eigentlich mit Holzauge? Wie? Na, er gab doch Annoncen auf. Holzauge? Ja, er sagte vorhin Holzauge. Irgendwie muss er die Annonce abgesichert haben. Da muss ein Kniff dabei sein. Wenn sein Doppelgänger auch den Dreh kopiert, dann können wir eventuell ein paar Monate warten. Wir fangen bei den Entlassenen an. Ich übernehme Stoppe und Sie kümmern sich bitte um Preuß und Sawatzke. In Ordnung. Ach, halten Sie gleich hier. Ich muss zur Buchhandlung. Übrigens, bei mir zu Hause hängt auch ein Gauguin. Mädchen am Strand. Auch ein? Nee, kein Kaffee, kein Alkohol. Wie lange? Vierteljahr vorläufig. Warum sagen die Ärzte immer wir? Wie geht's uns? Vom Kippe müssen wir erstmal runter. Ein Vierteljahr Schwundplatz, Billy. Material, Baracke, Magazine. Hier, bitte. Aber was mich am meisten wurmt, ich sag dem Arzt, Doktor, ich habe 192.000 runter ohne Generalreparatur. Lassen Sie mich die 8.000 noch wegschrubben. Die Prämie, verstehen Sie? Aber denkst du, der versteht das? Versteht er einfach nicht. Hört er einfach nicht hin. Wenn die 200.000 voll sind, da denken wir schon an dich. Naja, muss ich jetzt irgendwas vollmalen, abmelden oder so? Das erledigen wir. Na schön. Ja, und wie gesagt, Willi, wegen der Prämie, da brauchst du natürlich keine Sorgen zu machen. Du glaubst, also mein Kipper schafft die 200.000? Klar. So klar ist das nicht, Hanna. Das ist überhaupt nicht klar. Wer kriegt ihn? Paul. Na siehste. Was heißt denn, na siehste? Also dann... Nee, Moment mal, Willi. Ich schmiere keinen an, meine Devise, anschmieren ist unsozialistisch. Anschmieren? Geht's um die Arbeit, dann sag's. Also was ist mit Paul?
Und darum schmeckt mir das Viertel ja so wenig. Weil ich weiß, ich kriege kein Auto wieder, sondern einen Schrotthaufen. Sobald ich den Wagen von Paul übernehme, hat er irgendwo eine Macke. Vorgestern war die Blinkleuchte kaputt. Davor kein Ölwechsel. Und sowas erfährt man nur ganz zufällig. Ach, sag ihm das nicht. Da wird er mir gleich so rabiat. Ich dachte, es klappt zwischen euch. Wenn ich so einen Mist vorträume, tja, ja, da klappt das. Brigade der sozialistischen Arbeit. Das hast du immer so still, fein runtergeschluckt. Hanne, so ist das doch im Leben. Die einen kriegen die Dresche und die anderen teilen sie aus. Wenn es mal keine Parteien mehr gibt, die bleiben übrig. Weißt du, was mir am liebsten wäre? Rudi Baldauf kriegt den Kipper. Der macht zwar einen Zirkuswagen daraus, Kühlergrill mit Alufarbe, die Felgen rot gepinselt. Aber nee. Was nee? Paul wird verrückt. Rudi Baldauf ist gerade ein paar Wochen bei uns. Na und? Also ich habe nichts gemeint. Ich... Also was sagen Sie bloß dazu? Er ist magenkrank. Und absteigen müssen so kurz vor der Prämie? Lern mich einer die Leute kennen. Tja, was nun? Dass Rudi seinen Wagen besser in Schuss hat als Paul, das stimmt schon. Und trotzdem. Also ich brauche ja wohl nicht zu fragen. Was? Wer den Kipper kriegen soll. Nein, ich bin nicht gegen Vertrauensbeweise. Wie meinen Sie das? Ich weiß über Rudi Baldauf Bescheid. Ich hab's durch Zufall erfahren. Von ihm? Nein. Weiß es sonst noch jemand? Von mir nicht. Und alles weiß ich sowieso nicht. Nur, dass er Bewährung hat. Automateneinbruch. Ah. Sie sind ein feiner Kerl, Monika. Das wollte ich Ihnen schon immer mal sagen. Wenn ich nicht so schwer verheiratet wäre, Bewährung müsste man haben. Manchmal denke ich, es wäre besser, man macht kein Geheimnis draus und alle sind im Bilde. So weit sind wir noch nicht. Ich fürchte nur, irgendwann spricht es sich doch rum und dann wird alles noch viel schlimmer. Wenn das der Fall wäre, dann spricht das nur fürs Dichthalten. Ach, ich weiß nicht. Volkspolizei, Kriminalmeister Wagner, guten Tag. Guten Tag. Die Kaderabteilung schickt mich zu Ihnen. Aha, Kinst, nehmen Sie Platz. Danke. Vor 4 Wochen wurde Helmut Sawatzke bei Ihnen angestellt. Sawatzke? Ja. Ach so, ja. Er kam hierher in die Pressenhalle. Sie sind informiert über Sawatzke? Ja, liegt was gegen ihn vor? Nein, nein, nur eine Routinesache. Bei uns wird er nicht rückfällig. Die Werkstücke wiegen über 1 Tonne. Und sonst? Keine Klagen, kein Meckern bei der Schichteinteilung. Bis jetzt durchaus positiv. Schichtarbeit? Rund um die Uhr. In welcher Schicht arbeitet Sawatzke diese Woche? Nachtschicht. Also auch Montag zu Dienstag? Ja, 22 Uhr bis 6 Uhr früh. Also doch was Konkretes. Sind Sie sicher, dass er... Absolut. Gegen 1 gab es eine Havarie, die alte Presse blockierte. Sawatzke ist damit fertig geworden. Das war Montag zu Dienstag? Steht in der Havariemeldung. Mhm. Freut mich für Sawatzke. Und Sie vergessen bitte, dass ich hier war. Der Chef sitzt an der Kasse, Meister. Einstellen zu 0 Raketen! Gleiches Schlag! Einstellen und Fahrgeld bereithalten! Volkspolizei, Oberleutnant Breuer. Sind Sie der Eigentümer? Weise, ja. Aber bei mir ist alles in Ordnung. Fertig und Kabinen schließen! Nummer 8, Kabine schließen! Arbeitet bei Ihnen Heinz Stoppe? Stoppe? Ja, seit 68. Und zwischendurch war er wohl 12 Monate woanders. Hat er etwa wieder... Dann ist aber bei mir Feierabend! Ist er hier? Nö, mit dem Moped in die Stadt zum Zahnarzt. Wie macht er sich? Schnaps und Zigaretten kauft er nicht mehr nachts ein. Darüber kann ich nicht lachen, Herr Heise. Entschuldigen Sie, kleiner Scherz. Und festhalten, Herrschaften! Wie lange geht es abends? Bis 12, aber eh alles dicht ist. Arbeitet Stoppe bis Feierabend? Natürlich. Auch letzten Montag zu Dienstag? Auch. Ja, das macht Laune, das macht Spaß. Für ihn gibt es hier was. Wie war das Montag zu Dienstag? Wie immer. 12 war Schluss und 1 lag alles in der Koje. Ich hab Kasse gemacht. Stoppe wohnt im Materialwagen, die beiden anderen im Hänger. Hat Heini etwa doch wieder... War ja noch mal weg? Nachts 1. Und sonst? Fleißig, fleißig. Verdient aber auch ein schönes Stück Geld, sie. Der Besuch bleibt unter uns, also. Ja, ist gut. Und festhalten, meine Herrschaften! Festhalten! Entschuldigen Sie, Schwester. Alfred Preuß. Heute ist aber keine Besuchszeit. Ja, ist vom Chefarzt genehmigt. Zimmer 11, hier links bitte. Guten Tag. Herr Preuß?
Nee, der liegt hier. Das heißt, wenn er da ist. Und wann kommt er zurück? Weiß nicht. Sagen Sie mal, kennen Sie eine Inselgruppe zwischen Alaska und Kamtschatka? Wie bitte? Inselgruppe zwischen Alaska und Kamtschatka. 7 Buchstaben, der letzte ist N. Also Aleuten. Aleuten, stimmt. Ja. Preuß ist dauernd unterwegs. Erste von Lenin gegründete Kampfzeitung. Iskra. Was? Iskra. Und wie schreibt sich das? Iskra. 1900 zum ersten Mal erschienen, in Leipzig gedruckt. Iskra. Ja. Könnte stimmen. I ist ein Igel. Preuß ist dauernd unterwegs. Zur Kurzwelle, soll ich sagen. So ein Blödsinn. 12 Fingerdamen und Kurzwelle. Ach, stellen Sie mir bitte mal das Kopfteil höher. Gern. Gut so? Danke, ja. Wenn er wiederkommt, hat er eine Fahne. Was sagen denn die Schwestern dazu? Die haben zu tun. Und der Zaun hat Löcher. Ich will in ein größeres Zimmer. Überall kümmern sich die Aufsteher um die Bettfälle. Aber Preuß... Der kommt wohl nur zum Schlafen her. Oder ist der nachts auch unterwegs, nachts? Nachts nicht. Montag zu Dienstag war er hier. Sie fragen aber genau. Natürlich, wo sonst? Naja, vielleicht waren Sie mal wach und brauchten was. Nachts brauche ich nichts. Ich kriege doch abends mein Schlafmittel. Also, Salatz gescheitert aus. Stoppe und Preuß mit Fragezeichen. Aber die Alibis kenne ich schon. Die haben geschlafen wie die Steine. Preuß im Krankenhaus und Stoppe im Wohnwagen. Also weniger als nichts. Vorläufig kommen wir so nicht weiter. Wir sollten an irgendjemand ran, der seinerzeit von August Blunk Antiquitäten gekauft hat. Ach, von wegen Holzauge, was? Genau. Wie hat Blunk per Annonce gearbeitet? Das müssen wir rauskriegen. Also auf zum Kreisgericht, Aktenstaub inhalieren. Abend. Und Fräulein Haufe da? Ja, ist da. Ja, kommen Sie rein. Fräulein Haufe, Besuch. Ich hab Kinokarten, kommst du mit? Abend. Du, Erwin, das geht nicht. Ich häng mit meiner Lektion. Schön. Lass ich die Karte eben sausen. Wir haben nichts ausgemacht. Und plötzlich kommst du mit Kinokarten anspaziert. Komisch. Immer wenn ich in der letzten Zeit was vorhabe, hast du zu tun. Auf den Bau kommen noch 3 Sätze. Aber ich weiß schon Bescheid. Zeig mir mal die Karten. Was? Na, die Kinokarten. Du hast überhaupt keine. Bist nur hergekommen, um zu spionieren. Guck unterm Bett nach, vielleicht ist er drunter. Ich will dir was prophezeien. Jede Frau wird dir davonlaufen. Monika. Ich hab nichts mit Rudi Baldauf. Und wenn, was geht's dich an? Wir sind weder verlobt noch verheiratet. Und außerdem sehe ich nicht ein, warum ich einen Menschen schneiden soll, der mir sympathisch ist. Der sich Mühe gibt. Der und sich Mühe geben. Ein Leisetreter ist das. Ein ganz mieser Streber. Dem einen das Auto ausspannen, dem anderen das Mädel. Es war Erichs Vorschlag, dass Rudi Baldauf seinen Kipper übernimmt. So? Paul sagt was ganz anderes. Also so geht das nicht weiter. Deine ewige Eifersucht. Monika, ich verspreche dir... Ach, hör auf! Schön. Dann verschwinde ich jetzt. Aber die Karte verfällt trotzdem. Hier. Mit dir soll einer zurechtkommen. Gehen wir? Naja. Gib mir einen Kuss. Ein Pfund Rostbeef. Bitteschön. Nein, von dem. Oder das da. Ja. Das wird ein bisschen mehr sein. Na ja, legen Sie mal drauf. Wie gemaltes Stück. Ja, das wären... Verzeihung, könnte ich mal mit Manga sprechen? Ja. Der Meister ist in der Wohnung. Das wären 5,15 Mark. Ist gut. Moment, bitte. Herr Manga? Nur eine Nachfrage, Herr Manga. Das liegt jetzt 3 Jahre zurück. Sie hatten damals Antiquitäten gekauft. 2 Zinnkannen. Was denn? Ich denke, der sitzt... Ja, noch ein Jährchen. Hm. 400 Mark damals, in den Schornstein. Wie hieß der gleich? Blunk? Ja. Blunk, ja. Woher kannten Sie ihn?
Oh, Nons in der Rundschau. Oh, das interessiert mich. Wie war die abgefasst? Ganz normale Annonce, erinnere ich mich. Verkaufe Eckvitrine echt Biedermeier. Aha. Ah. Das wäre doch was für die Datsche, sagte meine Frau. Lass Meißner rein, dann sieht man es wenigstens. Aha. Die Annonce lief über Chiffre. Und dann meldete sich Blunk? Nach Ladenschluss kam er an. Die Eckvitrine war allerdings schon weg. Aha. Aber er brachte seine Kanne mit, wissen Sie, so eine Zinnkanne. 200 Mark, das wäre glatt geschenkt. So ein olles Blechding und 200 Mark, dachte ich. Aber meine Frau, hatte auch das Pendel dazu. Was für ein Pendel? Na, die zweite Kanne. Das heißt so, Pendel. Aha. Ja, und auch 200. Kommt da noch was nach? Nein, danke, das war alles. So simpel. Blunk annonciert ein Stilmöbel, das er gar nicht besitzt. Und der Scheinköder funktioniert. Die Kunden beißen an. Ja. 2 von 3 Liebhabern interessieren sich bestimmt auch für andere Antiquitäten. Und also Wagner, die Anzeigenannahmen und die Offertenredaktion. Gut. Hoffentlich ziehen wir dann unseren Fisch an Land. Am Steg gibt's Krebse. Soll ich einen fangen? Mit der Hand? Mit dem Stock. Der Stock wird gespalten und dann blitzschnell festklemmen. Eine knappe Stunde, da hatte mein Bruder 40 Stück. Ach, Sie haben Geschwister? Sehe ich aus wie ein Einzelstück? 2 Brüder. Wir sind alle 10 Jahre auseinander. Der Krümel geht jetzt in die 7. Klasse. Und der Kose, der hat selber schon Kinder. Besuchen Sie sich oft? Selten. Eigentlich richtig zusammen waren wir nie. Weiß Erwin, dass wir hier sind? Warum? Oh, nur so. Er ist heute nach Halberstadt gefahren zu seiner Mutter. Sie rudern ausgezeichnet. Ja, ich war Schlagmann im 8. Lehrlingskombinat. Und warum sind Sie da weg? Es ist eine lange Geschichte. Mein Schulfreund hat mich überredet. Er zog mit einem Schausteller herum, so ein Raketenkarussell. Ich hab gut verdient, ja. Aber sonst. Aufbauen, abbauen, aufbauen. Und im Wohnwagen das obere Bett und am Blechdach. Morgens das Getrippel von den Spatzen. Nach 6 Wochen hatte ich die Nase voll. Und dann? Sehen Sie, Schlingpflanzen. Wer sich da verheddert beim Schwimmen, wenn wir mit Bragwede fertig sind, gehen Sie dann auch mit nach Halle? Nein, ich bin ja da mit meinem Abendstudium fertig. Also noch ein halbes Jahr. Wir treiben ins Schilf. Dort gibt's Seerosen. Kehren Sie bitte um. Ich muss Sie noch was fragen, Rudi. Als Sie neulich über die Brücke gefahren sind, beladen. Ja? War da wirklich der Keilring schuld? Sie haben nämlich gar keine Magazin angefordert. Also, was war's? Eine Schwarzfahrt. Warum haben Sie das nicht gesagt? Haben Sie denn kein Vertrauen zu mir? Doch. Aber? Ja. Ich bin vorbestraft. Ich habe 8 Monate Bewährung. Schreien Sie jetzt nicht Hilfe? So ein Unsinn. Wie ist denn das alles gekommen? Der Automat. Er hat 1 Mark nach der anderen kassiert, aber Zigaretten hat er nicht ausgespuckt. Alter. Da habe ich Stemmeisen geholt. Und dann? Ohne Geld. Mit Stemmeisen? Ja. Öfter? 7 Mal. Nee, 6. Seitdem bin ich für ein paar Leute gestorben. Für meinen älteren Bruder zum Beispiel. Nach Hause fahre ich auch nicht mehr, seitdem. Monika, die Schwarzfahrt neulich. Ach, im Grunde denken Sie doch auch bloß, einmal vorbestraft, wieder abgerutscht. Das liegt nur bei Ihnen. Nicht immer. Ein Kumpel von mir, der wollte nichts Krummes mehr anfassen. Aber da war noch was offen, von früher. Und damit wurde er weich gemacht. Ach, der war bloß feige. Was gerade zu biegen, dazu ist es nie zu spät. Wie einfach. Wollen wir zurück? Wo sind die Seerosen? Nein, 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 erst reden wir. Jetzt nicht, Paul, am Montag. Nissa, ich packe. Das können wir noch. Sag mal, was fällt dir ein? Du hast eine Nachtschicht. Wie viel hast du getrunken? Ein feiner Haufen sind wir geworden. Da kommt ein Krimineller einspaziert und sofort. Bitte sehr, der Herr, was darf denn sein?
oder ist Baldorf etwa nicht vorbestraft? Du, Paul, das garantiere ich dir. Hältst du Rudi die Strafe vor, da gehst du Bretter putzen. Ich will Willis Kipper. Wie viele Stempel hast du gesammelt? 3, was? Berufsrisiko. Und dann stell deinen Wagen mal neben Rudis. Stimmt, meiner ist nicht angemalt. Ich bin ja nicht vom Zirkus, nicht wahr? Das wollte ich nämlich überhaupt mal gesagt haben, nicht wahr? Ich würde mich schämen. Schämen würde ich mich. Verschwinde jetzt, geh schlafen. Für dich wird Rudi einspringen. Über alles andere reden wir am Montag. Rudi ist sowieso nicht da. Der ist Kranfahren. Was? Kranfahren. Und rate mal mit wem. Erst war es ein Kranfahrer und jetzt hat sie einen Kranfahrer. Guten Abend. Entschuldigen Sie, ich bin von der Bauunion. Na und? Bei Ihnen wohnt doch Fräulein Haufe. Ja, ja, die wohnt hier. Naja, Moment mal. Fräulein Haufe, Besuch. Hanne? Wissen Sie, wo Rudi Baldorf steckt? Ist was passiert? Er muss Pauls Schicht übernehmen. Paul hat getrunken. Wissen Sie, wo er ist? Hier. Wieso? Na, hier in meinem Zimmer. Ach so, das habe ich nicht gewusst. Dann sagen Sie es ihm, ich muss zum Bahnhof. Hm. Rudi, du sollst... Ja, ich habe schon gehört. Mach's gut. Soll ich mitkommen? Nein, nein, ich muss... Rudi! Hanne! Hanne! Hanne doch! Was ist denn los? Du, in 10 Minuten geht mein Zug. Willst du etwa nicht fahren? Das geht klar, aber ich muss mit dir reden. Jetzt? Hör zu, ihr müsst selber wissen, was ihr tut. Aber wenn du meine Meinung hören willst... Montag zu Dienstag, das ist eine Schwarzfahrt gewesen. Ah, du entwickelst dich ja ganz schön. Schwarzfahrt. Und über die Brücke, was? Beladen. Ja, ja, aber... Du, ich bin da in was eingerasselt. Ja, und? Also, das erledigen wir nicht hier im Treppenhaus. Am Montag dann, ja? Hammer! Da ist noch was? Also, ich fahr dann. Schön. Und keine Panik, Rudi. Die Nachtschicht heute, die wird nicht vergessen. Der sieht aus. Voll an Baum. Wachtmeister Schlichting, ich war auf dem Nachhauseweg, Herr Nasserleutnant. Das ist ja der Kipper von der Baustelle. Waren Sie Augenzeuge? Nein. Wer raucht denn da? Hier ist Diesel ausgelaufen. Wo ist der Unfallzeuge? Scheinwerfer rüber. Das Fräulein ist auf den Krankenwagen mitgefahren. Der Kipperfahrer ist ziemlich verletzt. Sie hat Glück gehabt, paar Schramm. Die Kreide. Wo ist der Mann, der angerufen hat? Ich habe keinen gesehen. Und wieder beladen. Wieder voll Split über die Brücke. Ach, der Motorradfahrer wird angerufen haben, Genossleutnant. Was für ein Motorradfahrer? Ja, das Fräulein sagte, mitten auf der Straße hätte er ein Motorrad gehalten, mit dem Scheinwerfer geblendet. Der Kipper musste scharf nach rechts, um ihn nicht zu überfahren. Und dabei... Also Unfallflucht. Genossleutnant. Ja? Hier, ein Stückchen Plaste vom Lenker, vom Griff. Das könnte von dem Motorrad sein. Ach, Fräulein Haufe. Na, wie geht's Ihnen? Was sagen die Ärzte? Gehirnerschütterung. Prellung. Und Sie? Nichts. Ich bin die Böschung runtergerollt. Ach, da fällt mir ein. Sagten Sie nicht neulich, der Kollege Rudi Baldorf fährt nicht beladen über die Brücke? Diesmal war ich schuld. Wieso? Na, er wollte nicht, dass ich mitkomme. Aber ich hatte keine Ruhe und bin mit dem Rad zur Baustelle. Aber Rudi kam nicht. Naja, dann bin ich zum Güterbahnhof. Unterwegs traf ich den Kollegen Paul Schönfelder. Der war angetrunken und wütend und wollte mit Rudi ein Wörtchen reden. Auf dem Güterbahnhof war Rudi aber auch nicht. Haben Sie nach ihm gefragt? Da ist niemand. Der Kipper fährt unter den Trichtersilo und die Fahrer laden ihn Split selbst. Und wann kam Rudi Baldorf? Erst nach 12. Aha. Haben Sie ihn gefragt, wie die Zeit über gewesen ist? Er wich mir aus. Sieht nach einer Schwarzfahrt aus.
Und dann danach wieder beladen über die Brücke. Ich habe ihn dazu überredet. Ich wollte nicht, dass er und der Kollege Schönfelder... Ich verstehe. Schildern Sie bitte, wie es passiert ist. Also, kurz vor der Brücke, da sagte Rudi, hoffentlich hält sie heute noch mal. In dem Moment buckt der Motorradfahrer aus dem Feldweg ein. Er muss da gewartet haben. Er hielt mitten auf der Straße und blendete den Scheinwerfer auf. Rudi riss das Lenkrad rum. Ja, und dann kracht es. Ich wurde rausgeschleudert. Ein paar Augenblicke muss ich bewusstlos gewesen sein. Dann kroch ich von der Böschung auf die Straße. Ich sah, dass der Motorradfahrer seine Maschine aufhob und davon raste. Und Sie haben ihn nicht erkannt? Nö. War ein Schatten. War es eine leichte Maschine oder eine schwere? Eher eine leichte. Sehen Sie den Staub? Ich bin seit 14 Tagen nicht gefahren. Keine Zündspule. Vielleicht kann mir die VP eine besorgen. Mitten in der Nacht die Leute rausholen. Herr Schönfelder, Sie sagen, Sie haben gegen 12 auf den Kollegen Rudi Baldorf gewartet. Was ist denn eigentlich los? Wo gewartet? An der Seekurve, warum? Nicht an der Brücke nach Bragwede Siedlung? Was wollen Sie denn von mir? Kaum eine Stunde geschlafen. Ist was mit dem Lenker? Gummigriffe. Wo wohnt der Kranfahrer? Erwin, letzte Tür. Aber der ist in Halberstadt. Mit dem Motorrad? Bahn. Sein Trabant ist beim Maler. Hedwig, Hedwig. Ja, was ist denn? Das lag zwischen der Zeitung. Post? Ja, das ist nicht mit der Post gekommen. Ist keine Marke drauf, kein Absender. Und hier? Ein Schlüssel? Ja. Der war da drin? Der Schlüssel und der Zettel. Bahnhof Bragwede, Gepäckfach 19. Das ist aber ein bisschen komisch, Hermann. Und wieso ist das komisch? Das ist überhaupt nicht komisch. Mir grault so. Seit dem Einbruch gehe ich abends gar nicht mehr gern durch die Seele. Wir brauchen einen Hund, Hermann. Jetzt wird erstmal die Polizei verständigt. Na, Niese? Unser Gambrinus. In dem Campingbeutel müssen die Teller sein. Aber das ist noch nicht alles. Moment. Wozu lagen im Gepäckfach 19 die Schlüssel von 20 und 21? Bitte schließen Sie auf. Genosse Wagner, sofort Bestandsaufnahme. In Ordnung. Wenn nichts fehlt, Herr Niese, dann können Sie Ihren blauen Saal morgen wieder öffnen. Meine Frau wird denken, ich verkohle Sie. Unser Zinn. Diebessicher auf dem Bahnhof. Wie ist das bloß hierher gekommen? Auf jeden Fall so, wie es von Schloss Horneck abtransportiert wurde. Das hat einer hergefahren. Da fällt mir was ein, Herr Breuer. Gestern Abend, als ich den Fahrkartenschalter geschlossen habe, so gegen 10, da waren nur 2 Gepäckfächer der ersten Reihe dicht. Von der dort. Aha. Und die anderen standen alle offen? Ja. Nachts kommt kein Zug? Der Eilzug hält nicht. Und kurz vor 12, ich wollte eben schlafen gehen, da höre ich, wie unten ein LKW anfährt. Ich sehe raus, da ist es ein H6-Kipper. So einer wie der von der Bauunion. Bauunion? Sind die nicht ohnehin nachts unterwegs? Splitfahren, ja. Aber hinten, auf dem Güterbahnhof. Danke. Das ist ein ausgezeichneter Hinweis. Der Kipper von der Bauunion hatte diese Nacht einen schweren Unfall gegen 1. Also eine Stunde später. Bis zur endgültigen Klärung des Falles machen Sie von diesen Mitteilungen bitte keinen Gebrauch. Selbstverständlich. So, nun wollen wir den Schatz mal abtransportieren. Mal eine Frage an diese. Ja? Der Gambrinus hier. Gambrinus. Das betonen die Leute immer verkehrt. Also dieser Gambrinus, der hat tatsächlich das Bier erfunden. Ja, der Legende nach. Sympathisch, der Mann. Hier, Baldorfs Karteakte. Ist Baldorf schon vernehmungsfähig? Nein, aber die Biografie sagt doch so genug. Noch 4 Monate Bewährung.
Na also? Der schleppt nicht 3 Zentner Zinn aus Schloss Horneck weg, um es dann vollzählig in 3 Gepäckfächer zu verstauen. Breuer, Ihre Annoncenredaktion. Ja? Hm? Barockspind. Hm? Ja, ja, ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Barockspind. Und der Name? Hm? Schiffer A111. Ja. Gut, ich danke Ihnen vielmals. Auf Wiederhören. Hm. Tja. Das könnte unser Mann sein. Aber die Annonce erscheint erst nächstes Wochenende. Der hat doch gar nichts mehr anzubieten. Ganz einfach, der Kipperfahrer hat plötzlich Manschetten gekriegt und in letzter Minute... Nein, nein, Kunert. Und die Schwarzfahrt in der Einbruchsnacht. Und der Einbruch selber? Baldorf war Automatenknacker. In Schloss Horneck war ein Routinier am Werke. Kann ich mal die Karteakte sehen? Bitte. Mhm. So unfreundlich sieht das doch gar nicht aus. 10. Klasse, Armee ohne Haken. Nein, sagt, was ihr wollt. Na, ne? Na, doch ein Haken? Schausteller Heise. 45 Tage. Also Baldorf war kurze Zeit bei derselben Firma. Kommen Sie, Wagner. Noch nichts los, meine Herren. Stopp ist im Wagen. Augenblicke, Heise. Kennen Sie einen Rudi Baldorf? Rudi? Na klar, 6-8 Wochen ist er mal mitgereist, schon länger her. Stoppel brachte ihn an, einen Schulfreund. Und warum nur ein paar Wochen? Na, Rudi war nichts für unser Geschäft. Leim am Hintern. Dabei hätte ich ihn gerne behalten. Ich habe ihm gleich die Zugmaschine gegeben. Das war ein prima Junge. War's das? Wir kommen wegen einem Barockspind. Hä? Ja, Ihr Herr Stoppel hat annonciert, er will einen Barockspind verkaufen. Ein Spind? Ja. Was fällt dem denn ein? Die Schränke gehören mir. Heini! Das Gespräch führen wir, Herr Heise. Guten Tag, Herr Stoppel. Wir kommen aufgrund Ihrer Annonce. Wir wollten uns mal das Barockspind ansehen. Annonce? Sie haben doch annonciert. Tja, ist die denn schon in der Zeitung? Nein, nein, wir haben den Tipp vom Setzer. Oder ist das Spind schon weg? Wir interessieren uns übrigens auch für andere Antiquitäten. Zum Beispiel Zinngeschirr. So von der Art wie in Schloss Horneck. Wer sind Sie denn? Volkspolizei, Oberleutnant Breuer, Kriminalmeister Wagner. Leugnen hat keinen Zweck, Stoppel. Sie haben in der Nacht vom 7. zum 8. einen Einbruchsdiebstahl im Museum von Schloss Horneck begangen. Das Diebesgut wurde heute Morgen sichergestellt. So. Naja, dann ist er ja nicht weit damit gekommen. Sie meinen Rudi Baldorf. Ach, dieser Lump. Bloß weil ihm die 100 Mark für die Fuhre zu wenig waren. Wofür hatten Sie ihm 100 Mark angeboten? Wenn man nicht alles alleine macht. Naja, ich habe zu ihm gesagt, du, meine Verlobte zieht um, hol die paar Klamotten ab, ganz in der Nähe von Horneck. Am besten nachts, da hat sie Schicht, da freut sie sich, wenn früh alles so richtig schön im Top ist. Und Baldorf? Erst ziert er sich von wegen Schwarzfahrt und so. Und wieso fuhr er doch? Kleine Nachhilfe. Das können Sie gleich notieren, bei Baldorf ist noch ein Automat offen. Es waren 7, nicht 6. Also Erpressung, sehr fein. Unterwegs auf der Fahrt da, fragt er mich so scheinheilig, was klappert denn da? Und gestern, als hätte ich's geahnt, gucke ich ins Grundstück und da sagt der Nachbar, ein Kipper war hier. Da war die Bude ausgeräumt. Den Tipp mit Schloss Horneck, den hatten Sie von Ihrem Mithäftling August Blunk, nicht wahr? Den Kunstschlosser. Tipp. Angegeben hat der August, wer Horneck befummeln würde. Ein paar Handgriffe und mindestens 20.000 Mark. Na, dann Stoppe, Zahnbürste, Schreibzeug und so weiter. Sie wissen ja Bescheid. Ich sehe schwarz für Sie. Schloss Horneck und Unfallflucht. Wie? Sie haben doch ein Moped. Na und? Na, das sehen wir uns gleich mal an. Mit Plastikgriffen am Lenker, ne? Und seit letzter Nacht mit kleinen Fehlern, die Griffe. Ich verstehe überhaupt nicht, was Sie wollen. Sie haben letzte Nacht Rudi Baldorf an der Brücke bei Brackwede aufgelauert und ihn zu stoppen versucht. Und zwar, als Sie gemerkt haben, dass das Zinngeschirr nicht mehr da war. Und da hätte ich... Ja, da sind Sie los, um sich für den Diebstahl zu rächen. Im Übrigen war es keiner. Baldorf wird vermutlich mit einem blauen Auge davonkommen. Als der Museumsdiebstahl in der Zeitung stand, da hat er 2 und 2 zusammengezählt und alles zurückgegeben. Zurückgegeben? So ein Idiot. Nun kommen Sie, Stoppe.
Na, aber hören Sie, das mit dem Unfall, da protestiere ich. Das können Sie mir nicht in die Schuhe schieben. Alles andere gebe ich ja zu. Wir haben ein Stück Plaste vom Lenker. Tja, stoppe. Manchmal hängt's an so einem Fetzen. Suchen Sie was? Das Plasterstück von der Unfallstelle. Aus meinem Abschlussbericht. Wie? Schon fertig? Ja. Alles klar. Hier, Zeugenaussage des Bürgers Wichmann. Die Disponentin von der Bauunion, diese Monika Haufe, die wohnt bei diesen Wichmanns und... Moment, wie heißt die Otello? Otello? Na, ihr Freund von der Baustelle, der Kranfahrer. Ah, hier, Erwin Bauer. Na, jedenfalls vergangene Nacht kommt er aus Halberstadt zurück und klingelt nochmal bei seiner Angebeteten. Da erzählt ihm Wichmann brühwarm, dass sie mit dem Kipperfahrer Rudi Baldorf unterwegs ist. Erwin beugt sich von Wichmann das Motorrad und rast zur Brücke. Er denkt aber, der Kipper kommt von der Baustelle. Sonst wäre der Unfall nicht passiert. Verstehe ich nicht. Der Kipper kam doch vom Bahnhof, war also beladen. Und daran dachte Erwin nicht. Er dachte nicht an den längeren Bremsweg. Als er sah, was er angerichtet hatte, sind ihm die Nerven durchgegangen. Wie sind Sie denn dahinter gekommen? Und diese Monika Haufe war hier. Wichmann hat getobt, Lenker verbogen, Griff beschädigt. Da wusste sie Bescheid. Sind Sie mit dem Schlossdiebstahl auch fertig? Oh, ziemlich. Ach so, das Plastikstück. Ja. Nee, hat sich erledigt, genau so cool. Herr Niese, ich gratuliere. Danke, Herr Nauer. Alles, danke. Alles wieder tadellos. Unser blauer Saal. Ja. Als wäre nichts passiert. Also unter uns, ich hätte gerne ein paar Teller geopfert, wenn ich nur den Gambrinus wiederkriege. Man hängt zwar an jedem Stück, aber in dem in Fall... In 14 Tagen komme ich dann mit den kleineren, wenn Sie da ein Auge mit drauf hätten. Selbstverständlich. Aber was ich Sie immer schon fragen wollte, Sie sagen Gambrinus. Ja und? Wie sagen Sie denn? Gambrinus. Sehen Sie, Herr Navrat, das ist genau falsch. Gambrinus. Aber im Wörterbuch der deutschen Aussprache, VIB, Bibliographisches Institut Leipzig von 1964, da steht Gambrinus. Gambrinus? Gambrinus. Sind Sie sicher? Bestimmt, Herr Niese. Können Sie mir das mal mitbringen, das Buch? Aber gern, wenn ich das nächste Mal komme. Also dann, auf Wiedersehen, Herr Niese. Gambrinus. Na sowas. Wenn die sich mal nur nicht geirrt haben. Das war ein Kriminalhörspiel von Hans Siebe. Gepäckfach 19. Dramaturg Gerhard Rentsch. Die Personen und ihre Darsteller waren Oberleutnant Breuer Gerhard Paul, Kriminalmeister Wagner Hans-Martin Benecke, Leutnant Kunert Friedhelm Eberle, Hanne Wolfgang Sorgel, Rudi Baldauf Wolfgang Jakob, Monika Haufe Ingrid Hille, Erwin Bauer, Wolfgang Winkler, Paul Schönfelder, Werner Godemann, Willi Kleine, Fred Delmare. Schlosskastellan Niese, Alfred Bohl, Frau Niese, Ruth Willi, Navrat, Max Bernhard. Heise, Horst Kempe, Heini Stobbe, Wolfgang Pampel, August Blunk, Hans-Joachim Hegewald und andere. Schnitt Barbara Große, Ton Erika Schüttauf, Regieassistenz Günther Burmann, Regie Walter Niklaus. Sie hörten eine Produktion.